Wir brauchen wieder Baupläne, aber diesmal in der roten Zone. Im letzten Video ging es um die gelbe Zone. Wer viele Baupläne braucht, der sollte wirklich in der gelben Zone farmen, weil man da insgesamt mehr Baupläne kriegt. Seltenere Baupläne, also die Wahrscheinlichkeit ist stark erhöht für seltenere Baupläne, kriegen wir aber in der roten Zone. Und da ist die Frage, wie wir gut überleben können und wie wir leicht die Aufträge abschließen können in der roten Zone, um die seltenen Baupläne zu bekommen. Wir fangen an mit der ultraleichten Methode und zwar ist das eine Möglichkeit, am Anfang jeder Runde, auch wenn ihr nicht mal vorhabt, in die rote Zone zu gehen, euch einen legendären Auftrag sozusagen zu schnappen. Und zwar guckt ihr, ob der Lieferauftrag in der roten Zone vorhanden ist. Ihr braucht dazu gar keine Vorbereitung. Das Einzige, was ihr braucht, sind die Täuschgranaten, die brauchen wir generell in der roten Zone und ein Fahrzeug, mit dem ihr so schnell wie möglich in die Zone fahrt. Denn dieser Auftrag ist sehr, sehr, sehr begehrt. Er ist eigentlich immer an der gleichen Stelle. Ihr könnt direkt hinfahren. Ich fahre hier in diesem Beispiel mit einem Auto. Am besten ist natürlich ein LTV, weil das Auto nicht so schnell an Ort und Stelle ist. Hier auf der rechten Seite sehen wir die Tankstelle. Da ist das Fahrzeug für den Lieferauftrag gleich drin. Und wir fahren jetzt da oben hin. Man kann zu Fuß hingehen. Wie gesagt, da wir jetzt ganz schnell rein und wieder raus wollen und auch gar nicht ausgerüstet sind für die rote Zone, fahren wir komplett durch bis zum Auftrag. Und hier kommen dann die Täuschgranaten ins Spiel. Und zwar ist es so, dass wir die Täuschgranaten nutzen, um die Monster, die ganzen Zombies abzulenken. Es ist ganz wichtig, bevor wir irgendwas nehmen, aussteigen, aktivieren, immer eine Täuschgranate zu werfen. Wenn ihr euch super sicher seid, dann braucht ihr das nicht mehr unbedingt jedes Mal zu machen, aber am Anfang auf jeden Fall immer eine Täuschgranate werfen. Wir gehen dann links rum auf die Brücke und unten sehen wir dann die Tankstelle. Und auch hier werfen wir eine Täuschgranate, warten, dass die Zombies abgelenkt sind und schnappen uns dann das Fahrzeug, was hier in der Garage versteckt ist. Wir werden überhaupt nicht verletzt dabei, wir können von vorne direkt einsteigen und dann zum Ziel fahren. Das ist wirklich mit Abstand der leichteste Auftrag und kann jedes Mal mitgenommen werden. Der Auftrag selber nach Erfüllung kann wieder mit einer Täuschgranate sozusagen abgeholt werden, da seid ihr ganz, ganz sicher. Und dann verlasst ihr die rote Zone wieder und geht euren ganz normalen Aufgaben nach. Das ist sozusagen die Chance für ein legendäres Item, ganz am Anfang, absolut for free, ohne jede Vorbereitung, außer eben die Täuschgranaten mitzunehmen. Kommen wir jetzt zur Hauptmethode und die erfordert noch eine zweite Vorbereitung aus den Täuschgranaten. Und zwar sind das die Platinen. Das sind diese blauen Platinen, die Türme aktivieren. Diese finden wir zum einen an Tankstellen mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit. Dann die nächste Wahrscheinlichkeit sind Äthernester und die höchste Wahrscheinlichkeit sind infizierte Festungen. Das heißt, wenn ich in die rote Zone gehe, versuche ich immer direkt eine Festung zu machen und da entsprechend zu säubern und zu gucken, dass ich ein paar Platinen rauskriege. Achtung, es hat sich momentan so ein bisschen herausgestellt, dass andere Spieler ebenfalls versuchen, Festungen sozusagen mitzunehmen, wenn ein Spieler sie macht. Also immer gucken, ob feindliche oder andere Spieler in der Nähe sind und da ein bisschen darauf achten, dass euch die Belohnungen nicht geklaut werden. Diese Festungen einfach schnell durchmachen und dann haben wir meistens 4 Kisten in der Festung. Und in diesen Festungen, in diesen Kisten, kann dann entsprechend diese Platine liegen. Hier ist zum Beispiel eine Platine ohne Munitionsmodifikation, also ohne Feuer- oder Frosteffekt. Was aber auch völlig egal ist, denn die einzelne, die gemeine normale Platine, die ist schon so stark, dass sie vollkommen reicht. Am besten sind natürlich mehrere Platinen, eine brauchen wir mindestens und hier in diesem Beispiel sehen wir jetzt, wie tatsächlich sogar ein Spieler hier reinkommt und sich ein paar Kisten schnappen will. Er übersieht die eine Kiste an der Tür, also hinter der Tür, läuft direkt zur zweiten Kiste, die snackt er sich von mir sozusagen. Ja Gott, sei es mir gegönnt, hat er leer gemacht, aber wir haben ja auch schon unsere Platine und entsprechend machen wir jetzt noch die letzte Kiste leer. Schade, hier ist keine Platine drin. Was man auch noch erwähnen sollte, sind diese Fessler. Auch hier können wir Platinen finden und generell seltenes Material. Als Bonus können wir noch eine weitere Vorbereitung mitnehmen und zwar ist das die Standhaftigkeit, der Perk Standhaftigkeit. Damit sind wir schneller unterwegs und das ist einfach Gold wert, weil die Zombies so schnell unterwegs sind in der roten Zone. Hier in dem Beispiel kriegen wir jetzt ein kostenloses Perk, wenn wir dieses Hochhaus hochrennen, das ist im Südwesten der Stadt, einfach in die 15. Etage hochrennen und dann erscheint sozusagen einmal das kostenlose Perk. Wenn ihr weitere Perks kaufen oder mitnehmen wollt, was sich da besonders anbietet, ist die Tempo-Cola, schnelleres Nachladen und schnelleres Nachstecken der Platten und natürlich der Juggernaut, der euch 100 Lebenspunkte noch on top gibt. Außerdem, nicht zu unterschätzen, ist der Hund, sei es jetzt aus der normalen Zone, aus der gelben oder aus der roten. Denkt dran, in der roten Zone braucht ihr 4 Fleischstücke. Dafür ist der Hund natürlich unendlich stark und ist wirklich ein ganz, ganz toller Begleiter in der roten Zone. Hundi! 1, 2, 3, 4 Fleischstücke in Zone 3.
Mit diesen Dingen fahren wir jetzt in die rote Zone. Achtung, lasst euch ja nicht aufhalten, einfach durchfahren und das Ziel markieren, sodass ihr möglichst schnell zum Auftrag kommt. Jetzt kommen die Täuschgranaten ins Spiel und die helfen euch, eure Sachen auszuführen. Also jedes Mal, wenn ihr etwas nehmt, stehen bleibt, etwas kauft oder aufheben wollt, lohnt es sich, eine Täuschgranate zu werfen. Die Zombies in dieser Zone sind so schnell bei euch, dass ihr, wenn ihr mal eine Sekunde nicht aufpasst, direkt einen sitzen habt. Also hier am besten vor jeder Aktion eine Täuschgranate werfen und entsprechend ist es natürlich auch wichtig, immer Täuschgranaten dabei zu haben. Ich werfe hier eine Täuschgranate und gehe eine Sekunde zu früh rein und ihr seht, ich kriege direkt einen ab. Hier laufe ich ohne Platten rum, ein bisschen riskant vielleicht, aber ihr seht, das ist direkt das halbe Leben weg. Der nächste Schritt ist jetzt die Aktivierung der Türme und zwar gucken wir, ob ein Turm in der Nähe des Ziels ist. Falls kein Turm in der Nähe des Ziels ist, können wir den Auftrag auch abbrechen, Karte öffnen, B am PC gedrückt halten und dann ist der Auftrag abgebrochen. Ansonsten aktivieren wir den Turm. Achtung, eine Platine reicht vollkommen aus. Eine Platine ist so stark, der Turm eskaliert komplett mit einer Platine und ist auch egal, welche ihr reinlegt. Den Gegner können wir dann entsprechend anlocken, anschießen oder rüberscheuchen. Aber wie gesagt, er darf nicht zu weit weg sein. Ist er zu weit weg, dann hält er die Distanz nicht und läuft wieder zu seiner Startposition zurück. Sie achten natürlich auch darauf, dass es nicht zu leicht ist, dass man diese Viecher killen kann. Ist der Turm dann aber mal aktiv, dann rasiert er alles weg. Natürlich kann er aber nur ein Ziel nach dem anderen fokussieren. Das heißt, in dieser Zeit seid ihr trotzdem gefährdet, von Viechern down zu gehen. Deswegen auch hier immer in Bewegung bleiben und auch notfalls eine Täuschgranate werfen. Und deswegen ist auch hier die goldene Regel immer, mindestens eine oder zwei Täuschgranaten am Start zu haben. Also ich würde sogar sagen, habt ihr nur noch eine, dann sofort nachrüsten. Dadurch, dass die Türme alles platt machen, achtet auch darauf, was andere Monster liegen lassen, die nicht zu eurem Auftrag gehören. Weil da kann teilweise Loot sogar besser sein als in Aufträgen, wobei ihr natürlich die Baupläne nur aus den Aufträgen bekommt. Zum Thema Sicherheit und nicht sterben gehört hier noch dazu, dass ihr auch immer mindestens eine Wiederbelebung dabei habt, die ich in dem Fall hier nicht dabei habe. Und entsprechend die Täuschgranaten natürlich oder halt den Hund, der euch rettet. Ansonsten seid ihr einfach zu sehr auf Risiko unterwegs und ich würde dann eher die Zone sogar verlassen oder 5000 Essenz ausgeben, um eine Wiederbelebung zu kaufen. Hier zeige ich nochmal einen Turm, der mir besonders gut gefällt. Der ist nämlich hier vor dem Schlossplatz. Das ist ein sehr, sehr großes, offenes Gelände. Und hier kann man entsprechend viele Zombies killen. Viele, also teilweise 3, 4 Bosse gleichzeitig. Dieser Turm ist wirklich meiner Meinung nach der beste. Wenn der da ist, die Türme spawnen immer zufällig. Also es ist nicht immer derselbe Turm am Start. Aber wenn dieser da ist, dann lohnt es sich wirklich, ihn zu aktivieren, wenn Bosse in der Nähe sind. Und auch hier sieht man, wie schnell die Gegner down gehen. Aber auch hier natürlich einer nach dem anderen. Also auch hier in Bewegung bleiben, Täuschgranaten nutzen und nicht stehen bleiben. Sonst werdet ihr, so wie ich hier, einfach mal getroffen. Also nicht einschlafen. Der Turm ist zwar übermächtig stark, aber er kann nicht alles gleichzeitig machen. Dadurch, dass jetzt Aufträge immer wieder nachspawnen, könnt ihr also den Rest der Runde sozusagen in der roten Zone verbleiben, solange ihr immer wieder neue Aufträge machen könnt. Die Frage ist jetzt natürlich, was macht ihr dann, wenn ihr keine Platinen und keine Türme mehr habt? Ja, da lohnt es sich wieder zu looten, denn in der roten Zone könnt ihr auf jeden Fall einiges an Platinen finden. Hier mal ein Beispiel. Das Gebäude. Das ist übrigens unser Gegner, den wir killen mussten eigentlich. Wo wir vorhin den Falschen gekillt haben einfach. Also wir können hier nochmal reingucken, das machen wir nochmal, komm. Machen wir ein Grenätchen, dann gucken wir hier nochmal rein. Jetzt einmal Glückwünschen. Ja, und da ist der Turm, ich werd verrückt, da ist der Turm. Da geht der Turm raus. Nee, so ein Luck, holy shit, wie lucky sind wir. Ja, ein bisschen Glück gehört auch dazu, zum richtigen Zeitpunkt dann die Platinen zu finden. Und was ihr auch gesehen habt, sind die Munitionsdepots. Hier könnt ihr die Granaten nachfüllen. Die haben dann zwar ein bisschen Cooldown, aber das reicht vollkommen aus, um immer genug Granaten dabei zu haben. Also auch die Munitionsdepots, die Locations davon unbedingt merken, damit ihr sie leicht erreichen könnt. Die zweite Möglichkeit ist jetzt der Shop und zwar gibt es in jeder roten Zone immer einen Shop und hier könnt ihr für 10.000 Essenz einen Juggernaut kaufen und der Juggernaut ist wirklich, wirklich, wirklich stark. Also 10.000, ein Juggernaut. Das Coole ist, dass ihr durch das Erfüllen der Aufträge sehr, sehr viel Geld bekommt. Ihr seht jetzt hier gleich, hier bekomme ich fast 7.000 Essenz für diesen Auftrag. Also ihr macht hier wirklich gut Kohle und der Juggernaut aktiviert, der sorgt dafür, dass ihr nicht sterben könnt. Also ihr seid praktisch fast unverwundbar. Die Platten sind zwar sofort weg, aber euer Leben nimmt eben nicht ab und der Schaden, den ihr macht, das ist Wahnsinn. Also ihr könnt praktisch jedes Monster damit killen und könnt auch in der Form des Juggernauts dann den Loot mitnehmen. Also ihr könnt damit auch die Kisten öffnen oder eben die Belohnung abholen von dem Auftrag.
Am Ende sollten wir das Rausgehen auch nicht vergessen. Und zwar, sobald wir was haben, was wir extrahieren wollen oder keine Wiederbelebung mehr haben oder kein Geld mehr haben für eine Wiederbelebung oder keine Täuschgranaten oder rausgehen. Auch nicht zu lange drin bleiben, lieber auf safe spielen. Da habt ihr wirklich eine sehr, sehr hohe Überlebensrate. Eigentlich könnt ihr fast gar nicht sterben. Ich meine, selbst wenn man down geht, kann man noch um Hilfe bitten, dass einen anderen Spieler wieder aufheben. Also die Überlebensrate ist sehr, sehr hoch und damit habt ihr auch entsprechend super Items für die Folgerunde. Das ist auch nicht zu verachten, deswegen ist das Überleben noch wichtiger. Rausgehen am besten mit einem Fahrzeug oder eben mit diesen Rifts. Damit fliegt ihr dann in die Luft und könnt ihr mit dem Fallschirm in der Regel bis zum Exit durchfliegen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Über ein Like und ein Abo würden wir uns natürlich extrem freuen. Und wen es interessiert, wie man an die Baupläne rankommt in der gelben Zone, hier das letzte Video dazu. Viel Spaß beim Reingucken. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, ciao, ciao.